So, hallo und moin moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Babylon nach Rom von Alexander Hislop. Im vierten Kapitel, Abschnitt 2, also Kapitel 4, die Lehre, Abschnitt 2, Rechtfertigung durch Werke, fahre ich heute fort mit der Lesung. Die Anbeter Nimrods und seiner Königin wurden angeblich durch die Taufe wiedergeboren und von der Sünde gereinigt, wobei die Taufe ihre Wirkung durch die Leiden dieser zwei großen babylonischen Gottheiten erhielt. Doch hinsichtlich der Rechtfertigung war die chaldäische Lehre, dass die Menschen durch ihre eigenen Werke und Verdienste gerechtfertigt und von Gott angenommen werden mussten. Folgende Aussagen des Autors Christie aus seinen Bemerkungen zu den Eleusinian Mysteries von Uwerow zeigen, dass dies der Fall war. Zitat: Uwerow weist darauf hin, dass es eines der großen Ziele der Mysterien war, dem gefallenen Menschen die Mittel für die Rückkehr zu Gott zu bieten. Diese Mittel waren die kathartischen Verdienste, das heißt Verdienste, durch die Sünde entfernt wird, durch deren Ausübung ein körperliches Leben überwunden werden sollte. Dementsprechend wurden die Mysterien als Teletai oder Vollkommenheiten bezeichnet, weil sie eine Vollkommenheit des Lebens herbeiführen sollten. Die durch sie gereinigten wurden Telumenoi oder Tetelesmenoi genannt, das heißt zur Vollkommenheit gebracht, was von der Anstrengung des Einzelnen abhängt. Ende Zitat. Man sieht hier schon, dass es um Werke geht, wo die Bibel ganz deutlich sagt, dass sich niemand brüste. Ja? Wir sind gerettet durch den Gnaden Christus, durch den Glauben allein, ohne Werke. Ohne dass jemand sich bitte schön brüste. Und im heidnischen Glauben haben wir eben genau das Gegenteil. Da geht dieser Teil ja drum. Und ihr werdet sehen, dass die römisch-katholische Kirche sich nur auf diese heidnischen Dinge beruft und darauf gründet. Da geht ja im Grunde das ganze Buch von Babylon nach Rom drum. Und ich denke, es wird jedem Zuhörer und Zuschauer dieser Videos mit jeder weiteren Folge mehr und mehr deutlich, worum es im Grunde Rom geht. In Metamorphosis fährt der Autor fort von Apuleius, der selbst in die Mysterien der Isis eingeweiht war, wird die gleiche Lehre von den menschlichen Verdiensten deutlich fortgesetzt. Die Göttin selbst wendet sich so an den Helden dieser Erzählung. Zitat: Solltest du des Schutzes meiner Gottheit für würdig befunden werden, durch eifrigen Gehorsam, religiöse Hingabe und unantastbare Keuschheit, so sollst du dir bewusst sein, dass es mir und mir allein möglich ist, dein Leben über die Grenzen hinaus auszudehnen, die ihm durch dein Schicksal bestimmt sind. Ende Zitat. Wenn diese Person einen Beweis der vermeintlichen Gunst der Gottheit empfangen hatte, drücken die Zuschauer ihre Glückwünsche so aus. Zitat: Glücklich bei Herkules und dreimal gesegnet sei er, durch die Unschuld und Rechtschaffenheit seines vergangenen Lebens solch besondere Schirmherrschaft des Himmels verdient hat. Ende Zitat. So war es im Leben. Auch beim Tod waren die eigenen Verdienste der Menschen, der große Reisepass in die unsichtbare Welt. Genau das, was die römisch-katholische Kirche auch lehrt. Auch wenn der Name Osiris jenen gegeben wurde, die im Glauben verstarben, wie wir nach und nach feststellen werden. Zitat: Wenn in Ägypten der Leichnam von Menschen von Rang einbalsamiert wurde, so beschreibt Wilkinson hier und zitiert dabei Porphyrius, nahmen sie die Eingeweide heraus und legten sie in ein Gefäß, über welchem, nachdem einige andere Riten für die Toten durchgeführt wurden, einer der Balsamierer im Namen des Verstorbenen ein Bittgebet an die Sonne richtete. Ende Zitat. Die Formel lautete gemäß Euphantos, der sie aus der Originalfassung ins Griechische übersetzte, wie folgt: Zitat: O du Sonne! Muss das Zitat schon mal unterbrechen. Wir sprechen über Sonnenanbetung hier, ja? Das ist deutlich, ne? Die römisch-katholische Kirche ist nichts anderes als Sonnenanbetung, Sonnenkult.
Deswegen leben wir ja auch in einem Sonnensystem. Ja? Deswegen haben wir auch den Sonntag als heiligen Tag. Weitere Punkte können noch folgen, aber ich fahre mal mit dem Zitat vor. O du Sonne, unser höchster Herr, und all ihr Gottheiten, die ihr dem Menschen Leben gegeben habt, empfangt mich und gewährt mir einen Wohnsitz bei den ewigen Göttern. Während des ganzen Laufes meines Lebens habe ich gewissenhaft die Götter verehrt, die mich mein Vater anzubeten lehrte. Ich habe stets meine Eltern geehrt, die diesen Körper zeugten. Ich habe niemanden getötet, ich habe niemanden betrogen, noch habe ich jemanden irgendeinen Schaden zugefügt. Ende Zitat. So waren die Verdienste, der Gehorsam und die Unschuld des Menschen die Rechtfertigung schlechthin. Nur wenn man das gerade eben aufmerksam gehört hat, dann hat man ja gemerkt, wie das gegen die Bibel geht. Während des ganzen Laufes meines Lebens habe ich gewissenhaft die Götter verehrt, die mich mein Vater anzubeten lehrte. Das ist Tradition. Und hier sprechen wir nicht über den Gott der Bibel. Ich habe stets meine Eltern geehrt, die diesen Körper zeugten. Ja, geschaffen sind wir alle von Gott. Biologisch gezeugt sind wir zwar von unseren Eltern, aber Gott hat uns geschaffen. Und zwar jeden Einzelnen. Ja, also in diesen paar Worten aus diesem Bittgebet erfahren wir schon, wie weit weg das von dem Wort Gottes ist. Die Lehre Roms von der enorm wichtigen Frage der Rechtfertigung eines Sünders ist genau dieselbe, fährt der Autor fort. Das, was ich eben schon gesagt hatte. Die Lehre Roms von der enorm wichtigen Frage der Rechtfertigung eines Sünders ist genau dieselbe. Da sollte man sich halt mal das Papier anschauen über die Rechtfertigungslehre, das eben in diesem lutheranischen katholischen Vertrag von 1999 ganz deutlich besprochen wurde. Das habe ich ja auch schon öfter angeführt in früheren Lesungen. Nun, Alexander Hislop fährt fort. Natürlich wäre dies allein ein geringer Beweis für die Zusammengehörigkeit der zwei Systeme, also des babylonischen und des römischen. Denn seit den Tagen Kains ist die Lehre vom menschlichen Verdienst und der Selbstrechtfertigung im Herzen der verdorbenen Menschheit fest verwurzelt. Was jedoch beachtenswert daran ist, ist die Tatsache, dass er in beiden Systemen in exakt der gleichen Art symbolisiert wurde. In den päpstlichen Legenden wird gelehrt, dass dem Erzengel St. Michael die Waage der Gerechtigkeit Gottes anvertraut ist und in die beiden gegenüberliegenden Schalen dieser Waage die Verdienste und die Schuld der Verstorbenen gelegt werden, um das eine gegen das andere ehrlich abzuwiegen. Und je nachdem, ob in ihrem Fall die Schale auf der günstigen oder ungünstigen Seite sinkt, werden sie gerechtfertigt oder verdammt. Die chaldäische Lehre von der Rechtfertigung wird, wie wir es von den Monumenten, von den Monumenten Ägyptens her wissen, ganz genauso symbolisiert, außer dass im Lande Hams die Schalen der Gerechtigkeit dem Gott Anubis statt dem Erzengel St. Michael übergeben wurden. Es scheint überdies so gewesen zu sein, dass die guten und die schlechten Taten getrennt voneinander gewogen wurden und von beiden jeweils ein genaues Protokoll angefertigt wurde, so dass dann, wenn beide zusammengerechnet wurden und man Bilanz zog, das Urteil dementsprechend verkündet wurde. Wilkinson sagt, dass es viele Darstellungen von Anubis und seiner Waage gibt und dass in manchen Fällen kleine Unterschiede in Details bestehen. Es geht jedoch aus seinen Aussagen eindeutig hervor, dass das Prinzip bei allen dasselbe ist. Das Prinzip ist immer dasselbe. Rom verändert sich nicht. Über eine dieser Gerichtsszenen, bevor der Tote zum Paradies zugelassen wird, berichtet er, Zitat: Cerberus steht dort als Hüter der Pforte, neben der die Waage der Gerechtigkeit aufgestellt ist, und Anubis, der das Abwiegen leitete und eine Schale in ein Gefäß gestellt hatte, das die guten Taten des Verstorbenen darstellt und in die andere das Sinnbild der Wahrheit, geht dazu über, sein Anrecht auf Einlass zu ermitteln. Wird er beim Wiegen als zu leicht befunden, so wird er zurückgewiesen
und Osiris, der Richter der Toten, der sein Zepter zum Zeichen der Verurteilung neigt, verkündet das Urteil über ihn und verurteilt seine Seele dazu, in Gestalt eines Schweins oder eines anderen unreinen Tieres wieder zur Erde zurückzukehren. Doch wenn bei der Aufzeichnung der Summe seiner Taten durch Tod, der daneben steht, um die verschiedenen Wegeergebnisse des Anubis festzuhalten, seine Tugenden so weit überwiegen, dass er zum Einlass in die Wohnung der Gesegneten berechtigt wird, führt ihn Horus, der die Schreibtafel Tuts in die Hand nimmt, in die Gegenwart des Osiris. Neben diesem halten sich Isis und Nephthys auf, und er sitzt in seinem Palast auf seinem Thron inmitten der Gewässer, von denen der Lotus aufsteigt, der auf seinen ausgebreiteten Blüten die vier Schutzgeister von Amenti trägt. Ende Zitat. Die gleiche Art, die Rechtfertigung durch Werke zu symbolisieren, war offensichtlich in Babylon verwendet worden. Und daher lag eine große Kraft in der göttlichen Handschrift an der Wand, als das Urteil über Belsasar erging. Tekel, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Das können wir ja in der Bibel im Buch Daniel nachlesen. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Im System des Parsismus, das ist der Zoroasterismus, das viel von Chaldea übernahm, ist das Prinzip voll ausgebildet, die guten gegen die schlechten Taten abzuwiegen. Fawkes berichtet in Nineveh and Persepolis von den persischen Lehren über die Toten. Zitat: Drei Tage lang nach dem Tod soll die Seele um ihre Wohnung aus Erde in der Hoffnung auf Wiedervereinigung umherhuschen. Am vierten Tag erscheint der Engel Zeroch und führt sie zur Brücke von Kinevat. Auf diesem Bauwerk, das angeblich Himmel und Erde miteinander verbindet, sitzt der Engel der Gerechtigkeit, um die Taten der Sterblichen zu wiegen. Überwiegen die guten Taten, so wird die Seele auf der Brücke von einer blendenden Gestalt abgeholt, die sagt, Zitat, ich bin dein guter Engel. Ich war ursprünglich rein, aber deine guten Taten haben mich noch reiner gemacht. Ende Zitat. Und indem er seine Hand an den Hals der gesegneten Seele hält, führt er sie zum Paradies. Überwiegt das Unrecht, wird die Seele von einem scheußlichen Gespenst abgeholt, welches ausruft, Zitat, ich bin dein böser Geist, ich war von Anfang an unrein, aber deine Missetaten haben mich noch schlimmer gemacht. Durch dich werden wir elend bleiben bis zur Auferstehung. Ende Zitat. Ja, seht ihr, sogar hier wird an die Wiederauferstehung geglaubt, die die Bibel uns lehrt. Natürlich mit der Ausnahme, dass man hier an die Unsterblichkeit der Seele glaubt. Doch darf ich mal eben fragen, wenn die Seele unsterblich ist, wozu ist dann noch eine Wiederauferstehung überhaupt nötig? Die sündige Seele, fährt Hislop fort, wird dann zur Hölle geschleppt, wo Ahriman sitzt, um sie wegen ihrer Verbrechen zu verhöhnen. Das ist die Lehre des Parsismus, also Zoroastrismus. Gleiches ist in China der Fall, wo Bischof Hurt über die chinesischen Beschreibungen von den höllischen Gefilden und ihren Bildern sagt, Zitat, eine von ihnen stellt immer einen Sünder in einer Waage dar, seine Ungerechtigkeiten in der einen, seine guten Werke in der anderen. Er fügt hinzu, solchen Darstellungen begegnen wir mehrfach, in der griechischen Mythologie ebenfalls. Ende Zitat. Sir J.F. Davis beschreibt, wie dieser Grundsatz in China gesehen wird. Zitat. In einem Werk über Hinweise zur Moral mit dem Titel Merits and Demerits Examined, also mit anderen Worten Untersuchung von Verdienst und Schuld, wird ein Mann dazu angewiesen, jeden Tag für sich ein Soll- und Habenkonto über seine Taten zu führen und es am Jahresende abzuschließen. Fällt die Bilanz zu seinen Gunsten aus, so dient sie als Grundlage eines Verdienstkapitals für das Folgejahr. Fällt sie zu seinen Ungunsten aus, muss sie durch zukünftige Guttaten getilgt werden. Mehrere Listen und Vergleichstabellen werden sowohl über gute als auch über schlechte Taten in den verschiedenen Situationen des Lebens angeführt und energisch wird Wohlwollen zunächst gegenüber dem Menschen, dann auch gegenüber der Tierwelt eingeschärft.
den Tod eines anderen zu verursachen, wird mit 100 auf der Schuldseite angerechnet, während eine einfache Tat wohltätiger Unterstützung mit 1 auf der anderen Seite angerechnet wird. Das Leben eines Menschen zu retten, wiegt in oben genanntem Werk exakt die entgegengesetzte Tat auf, nämlich das Leben zu nehmen. Und es heißt, dass diese Verdienstestat das Leben eines Menschen um 12 Jahre verlängern wird. Ende Zitat. Während eine solche Art der Rechtfertigung auf der einen Seite von Natur aus äußerst zermürbend ist, könnte doch auf der anderen Seite durch sie keiner, dessen Gewissen erwacht ist, jemals ein festes Gefühl des Trostes oder der Sicherheit hinsichtlich seiner Aussichten in der ewigen Welt verspüren. Wer könnte schon je sagen, ob die Summe seiner guten Taten die Menge der Sünden und Übertretungen aufwiegen wird oder nicht, die ihm sein Gewissen zur Last legt, wie gut er sich auch einzuschätzen vermag? Ha, und was ist der Maßstab, der gute oder schlechte Taten definiert? In diesem Fall ist es nicht der Gott der Bibel, sondern der Mensch selbst. Und die Bibel sagt, dass das Herz des Menschen von Anfang an schlecht ist. Also wenn ich den Maßstab für mich selbst setze, was gut und schlecht ist, dann folge ich der Lehre, die Aleister Crowley im 20. Jahrhundert so berühmt gemacht hat. Do as thou wilt shall be the whole of the law. Tue, was du willst. Das soll das ganze Gesetz sein. Ich kann selbst den Maßstab definieren, was gut oder schlecht ist. Und nicht Gott definiert, was gut oder schlecht ist. Da liegt der große Unterschied zwischen dem Zoroasterismus oder Parsismus, wie hier geschrieben, und eben dem Glauben an die Bibel und den Gott der Bibel, den Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Der Autor fährt fort: Wie ganz anders ist der biblische, der göttliche Plan der Rechtfertigung durch den Glauben und den Glauben allein, ohne die Werke des Gesetzes, völlig ungeachtet der menschlichen Verdienste, schlicht und einfach durch die Gerechtigkeit Christi, die für alle und in allen ist, die glauben. Sie befreit diejenigen, die den geopferten Heiland annehmen und durch den Glauben entschieden mit ihm verbunden sind, sofort und für immer von aller Verdammnis. Es ist nicht der Wille unseres Vaters im Himmel, dass seine Kinder in dieser Welt je in Zweifel und Dunkelheit über den lebenswichtigen Aspekt ihrer ewigen Errettung gelassen werden. Selbst ein wahrer Heiliger mag wohl eine Zeit lang, wenn nötig, durch mannigfache Versuchungen in Schwermut sein, aber dies ist nicht der natürliche, normale Zustand eines gesunden Christen, der die Fülle und den Reichtum der Segnungen des Evangeliums des Friedens kennt. Gott hat ein festes Fundament für sein ganzes Volk gelegt, so dass wir mit Johannes sagen können, aus 1. Johannes 4, Kapitel 4, Vers 16, Zitat: Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Oder wir können es auch mit Paulus sagen, wie wir im 8. Kapitel Römer, Verse 38 und 39 lesen können. Zitat: Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ende Zitat. Dies jedoch kann niemand sagen, der seine eigene Gerechtigkeit aufzurichten sucht, wie wir in Römer Kapitel 10, Vers 3 lesen können. Zitat: Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, sind sie der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Das ist genau das, was ich vorher ja schon probiert habe zu sagen. Aber die Bibel sagt es in viel besseren und deutlichen Worten als ich selber. Also, dies kann niemand sagen, der seine eigene Gerechtigkeit aufzurichten sucht, der in irgendeiner Form danach trachtet, durch Werke gerechtfertigt zu werden.
Eine solche Gewissheit, ein solcher Trost kann nur durch ein einfaches und glaubendes Vertrauen auf die freie, unverdiente Gnade Gottes kommen, die in und durch Christus gegeben wird, die unbeschreibliche Gabe der Liebe des Vaters. Dies war es auch, was Luthers Geist, wie er selbst erklärte, so frei wie eine Blume des Feldes machte, als er einsam und verlassen zum Wormser Reichstag zog, um sich all den Prälaten und Machthabern zu stellen, die sich dort versammelten, um seine Lehre zu verdammen. Aufgrund dessen gingen auch zu jeder Zeit die Märtyrer mit solch erhabenem Heldenmut nicht nur ins Gefängnis, sondern gar in den Tod. Dies befreite die Seele, stellt die wahre Würde der Menschheit wieder her und fasst all die anmaßenden Ansprüche der Priesterzunft an der Wurzel. Dies allein kann ein Leben des liebenden, kindlichen und von Herzen kommenden Gehorsams gegenüber dem Gesetz und den Geboten Gottes hervorbringen. Und dies kann dann, wenn die Natur versagt und der König des Schreckens vor der Tür steht, arme, schuldige Menschensöhne ermächtigen, mit dem tiefsten Gefühl der Unterwürdigkeit dennoch zu sagen, wie wir im 1. Korintherbrief Kapitel 15 und dann in den Versen 55 folgende lesen können, Zitat: Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, nehmet immer zu in dem Werke des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Ende Zitat aus dem 1. Korintherbrief. Einem derartigen Vertrauen in Gott und solcher Heilsgewissheit gegenüber war der geistliche Despotismus zu jeder Zeit, ob heidnisch oder päpstlich, immer ungünstig gesonnen. Sein großes Ziel ist es immer gewesen, die Seelen seiner Anhänger vom direkten und unmittelbaren Umgang mit einem lebendigen und gnädigen Heiland und damit auch von der Gewissheit seiner Gunst fernzuhalten, damit sie ein Gefühl für die Notwendigkeit menschlicher Vermittlung bekommen, so dass er sich selbst auf den Ruinen der Hoffnungen und des Glücks der Welt erheben kann. Hier muss ich mal eben kurz einwerfen, eine Sache, die ich jetzt nicht geplant hatte zu sagen, aber das kommt mir ja eben ganz deutlich vor. Der Papst hat 2014 in einer Generalaudienz auf dem Petersplatz davon gesprochen, dass eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, eine persönliche Beziehung zu meinem eigenen Gott, gefährlich ist. Christen werden nicht im Labor gemacht, sagt er darin, und ähnliche Aussprüche. Das solltet ihr euch mal anhören. Und ich meine, das kommt vor in meiner Lesung von Luther 2017. Also könnt ihr ja die Videos mal anschauen, falls ihr das nicht kennt. Und da lese ich, glaube ich, sogar mehr oder weniger den ganzen Brief oder Auszüge zumindest vor von der Generalaudienz des Papstes Franziskus I. in 2014 vor, wo er davon spricht. Das ist genau das, wovon Alexander Hislop hier spricht. Sein großes Ziel ist es immer gewesen, die Seelen seiner Anhänger vom direkten und unmittelbaren Umgang mit einem lebendigen und gnädigen Heiland und damit auch von der Gewissheit seiner Gunst fernzuhalten. Und genau das hat der Papst gepredigt in seiner Generalaudienz in 2014. Keinen direkten, unmittelbaren Umgang mit einem lebendigen und gnädigen Heiland haben zu können, haben zu dürfen, sondern das geht nur durch die Kirche, die römisch-katholische, die babylonische, die satanische Kirche. In Anbetracht der Ansprüche, fährt Alexander Hislop fort, die das Papsttum auf absolute Unfehlbarkeit erhebt, und das mit der absoluten Unfehlbarkeit, das sagt Hislop hier. Wie ihr wisst, 1853 bis 1858 ist das Buch veröffentlicht worden. Noch vor dem Ersten Vatikanischen Konzil, das 1870 begann, in dem die Unfehlbarkeit des Papstes Doktrin wurde. Der Papst wurde schon früher als unfehlbar angesehen, jedoch wurde es auf dem Konzil 1870, dem Ersten Vatikanischen Konzil, zum katholischen offiziellen Dogma.
Also in Anbetracht der Ansprüche, die das Papsttum auf absolute Unfehlbarkeit erhebt, und der übernatürlichen Kräfte, die es den Aufgaben seiner Priester bei der Wiedergeburt und der Sündenvergebung zuschreibt, sollte man wohl selbstverständlich meinen, dass all seine Anhänger dazu ermutigt werden, sich der ständigen Gewissheit ihres persönlichen Heils zu erfreuen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Nach all seiner Prahlerei und seinen hochtrabenden Ansprüchen wird ständiger Zweifel bezüglich der Errettung eines Menschen bis zu seinem Lebensende als Pflicht eingeschärft. Es wurde nämlich als Glaubensartikel zwingend vom Konzil zu Trient, 1545 bis 1563, wie ihr euch daran erinnert, verfügt, Zitat, dass kein Mensch mit unfehlbarer Glaubensgewissheit sagen kann, dass er die Gnade Gottes erlangt hat. Ende Zitat. Dieses Dekret Roms, das dem Wort Gottes direkt entgegensteht, brandmarkt seine eigenen stolzen Ansprüche mit dem Mal des Betruges. Denn wenn ein Mensch, der durch die römische Taufe wiedergeboren worden ist und die Absolution von der Sünde empfangen hat, letztlich doch keine sichere Gewissheit haben kann, dass die Gnade Gottes ihm verliehen worden ist, was kann dann der Wert seines Opus Operantum sein? Doch wenn Rom versucht, seine Anhänger in ständigem Zweifel und Ungewissheit über ihren endgültigen Zustand zu halten, dann ist es, Zitat, weise im irdischen Sinn, Ende Zitat. Wenn Rom versucht, seine Anhänger in ständigem Zweifel und Ungewissheit über ihren endgültigen Zustand zu halten, dann ist es weise im irdischen Sinn, nicht im spirituellen. Im heidnischen System konnte allein der Priester überhaupt beanspruchen, das Wiegen des Anubis vorwegzunehmen, und von Zeit zu Zeit fand im Beichtstuhl bis zu einem gewissen Grad eine Art Vorführung des gefürchteten Abwiegens statt, das schließlich in der Gerichtsszene vor dem Richterstuhl des Osiris stattfinden sollte. Dort saß der Priester zu Gericht über die guten und schlechten Taten seiner Büßer. Und da seine Macht und sein Einfluss in großem Maße allein auf dem Grundsatz sklavischer Angst basierte, sorgte er dafür, dass die Waage sich im Allgemeinen in die falsche Richtung bewegte, damit sie seinem Willen unterwürfiger wurden, indem sie eine angemessene Menge guter Werke in die gegenüberliegende Waagschale warfen. Ja, das ist doch das, was das römische System mit uns tagtäglich tut. Uns in Angst halten. Angst über unsere Arbeit, Angst über die Zukunft, Angst über, wie es mit dem Geldsystem weitergeht, Angst über Kriege, Angst über Revolutionen, Angst vor Einwanderern, Angst vor dem Islam, Angst vor allem Möglichen, solange du nur mal Angst hast, weil nur Leute, die Angst haben, die kann ich beherrschen, die kann ich lenken. Deswegen brauche ich keine wirklichen bibeltreuen Christen in meinem Staat, wenn ich Papst bin, weil die sind frei, die haben keine Angst, die wissen, dass sie durch Jesus gerettet sind, wenn sie Jesus als ihren Erlöser akzeptiert haben. Denen kann ich keine Angst machen. Vor was denn? Die sagen, das Weltliche, das interessiert mich nicht. Mich interessiert das Leben, was danach kommt, das ewige Leben, das mir durch Jesus Christus, meinen Schöpfer, geschenkt ist. Das kann der Papst nicht zulassen. Deswegen bringt er die Leute von der Bibel weg. Deswegen diese ständige Manipulation, Indoktrination und Angstmacher und Panikmacherei. Das sollte man doch nun langsam wirklich mal eingesehen haben, dass nur Leute sich kontrollieren und in Richtungen drängen lassen, die Angst haben. Wenn ich keine Angst habe, wie willst du mich denn dann kontrollieren? Du kannst mir doch nichts tun. Du kannst mich doch nicht erpressen. Da sollten wir uns wirklich mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Und wir sollten alle fester in unserem Glauben stehen. Dann hat der Papst nämlich überhaupt keine Macht über uns. Und nicht nur der Papst, nein, dann hat Satan keine Macht über uns.
Satan hat nur Macht über uns, weil er uns in einer Lüge großzieht, in der wir die Wahrheit nicht kennen, aus der wir erkennen können, dass wir in diesem Leben keine Angst haben müssen, sondern dass wir fröhlich durchs Leben gehen können. Und mit der Gewissheit, dass wir, wenn wir Jesus Christus als unseren Erlöser akzeptieren, ewiges Leben haben. Keine Waagschale, wo wir gute und schlechte Taten reinwerfen müssen. Nein, wir halten uns an die Gebote und die Gesetze Gottes und wir folgen ihm. Und dann sind wir gerechtfertigt. Durch ihn. Ohne Zutun irgendeiner Kirche, irgendeines Antichristen, irgendeines Menschen. Gott rechtfertigt uns und sonst niemand und nichts. Der Autor fährt fort. Da er der große Richter über die Art dieser Werke war, lag es in seinem Interesse zu bestimmen, was seiner eigenen selbstsüchtigen Erhöhung oder dem Ruhm seines Standes am zuträglichsten war. So wog er die Verdienste und Schuld so gegeneinander ab, dass immer ein starker Ausgleich der Bilanz nötig war, nicht nur durch den Menschen selbst, sondern auch durch seine Erben. Wäre es einem Menschen erlaubt gewesen, sich im Voraus der Herrlichkeit absolut sicher zu sein, hätte die Gefahr bestehen können, dass die Priester ihre Ansprüche nach dem Tode beraubt wurden. Und dies musste auf jeden Fall verhindert werden. Ich weiß nicht mehr, in welchem Video ich darauf eingegangen bin. Ich denke, das war auch in Luther 2017, einem der Teile, die ich bereits hochgeladen habe. Müsst ihr ja mal gucken. Ich glaube, wenn das Video hier rauskommt, sind die wahrscheinlich sowieso alle online in der Spielliste. Da verweise ich dann auch nochmal auf einen Teil in der Lesung von Dave Hunt in dem Buch Die Frau und das Tier und die Lesung von Tom Fress, der das gelesen hat, in Englisch natürlich, vor ein paar Jahren bereits, A Woman Rides the Beast, wo es in einem Kapitel des Buches genau darüber geht, wie die Priester den Leuten bei der letzten Salbung, bei der letzten Ölung, kurz vor ihrem Tod, alles genommen haben und das Testament immer an die Kirche ging. Und die Leute überweisen alles, was sie an Guthaben und Geld und Besitztümern haben, der Kirche, in der Hoffnung, sich damit Erlösung und ewiges Leben oder weniger Zeit im Fegefeuer erkaufen zu können. Das ist genau das, was Alexander Hislop hier beschreibt. Wenn es einem Menschen erlaubt gewesen, wäre es einem Menschen erlaubt gewesen, sich im Voraus der Herrlichkeit absolut sicher zu sein, heißt, hätte er Jesus Christus und dem seine Lehren darüber verstanden, dann hätte die Gefahr bestehen können, dass die Priester ihre Ansprüche nach dem Tod beraubt wurden. Die Priester, die in dem Testament eingesetzt wurden, die römisch-katholische Kirche, die als Erbe eingesetzt wurde der Leute. Nicht nur, dass sie während des Lebens der Kirche schon alles gegeben haben, nein, auf dem Todesbett haben sie ihnen auch noch alles das gegeben, was sie ihren normalen Erben, sage ich jetzt mal, beraubt haben. Und das musste auf jeden Fall verhindert werden. Natürlich, wie soll denn die römisch-katholische Kirche sonst zu diesen Reichtümern kommen, die sie über die Jahrhunderte angeschäffelt hat? Das ist ja alles freiwillig gegeben, dadurch, dass sie die Leute belogen und betrogen hat, von vorne und bis hinten. Nicht nur in den letzten 1500 Jahren, sondern wie wir ja sehen, aus dem babylonischen System heraus, ja schon davor. Alexander fährt fort. Nun, sagt er, die Priester Roms ahmen in jeder Hinsicht die Priester des Anubis nach, des Gottes der Waage. Also obwohl ich das vorher schon gelesen habe, diese Kommentare habe ich nicht vorbereitet, die fallen mir jetzt spontan ein und siehe, es passt perfekt in das, was ich in dem Buch lese hier. Wenn sie ein Ziel erreichen wollen, dann geben sie den Sünden und Übertretungen ein schönes Gewicht. Und wenn sie einen Mann von Einfluss, Macht oder Wohlstand vor sich haben, lassen sie ihm nicht die geringste Hoffnung, bis nicht beträchtliche Summen Geld oder die Gründung eines Klosters oder etwas anderes, worauf sie ihr Herz gerichtet haben, in die andere Waagschale geworfen werden. Das berühmte Schreiben von Père Lachaise, dem Beichtvater Louis des XIV., muss ich noch erwähnen, dass Père Lachaise, Père Vater, nenne niemand Vater außer dem, der im Himmel ist, muss ich es noch erwähnen, dass der natürlich ein Jesuit war?
Was man über Père Lachaise nachlesen kann, habe ich auf einer jesuitischen Webseite gefunden und den Link werde ich in die Beschreibungsbox dieses Videos mit einverlinken. Und ich werde ihn auch hier im Video eben mit durchspielen, dass ihr den schon mal lesen könnt. Und da könnt ihr nachlesen. Das berühmte Schreiben von Père Lachaise. Wer Père Lachaise war? Der Beichtvater Louis des 14., des sogenannten Sonnenkönigs von Frankreich, berichtet über die von ihm angewandte Methode, um die Zustimmung dieses zügellosen Monarchen zu der Widerrufung des Ediktes von Nantes zu erhalten, wodurch seinen unschuldigen hugenottischen Untertanen viele Grausamkeiten zugefügt wurden. Nun, das Edikt von Nantes, das muss man sich mal angucken, und da geht es halt darum, dass den Protestanten eine ziemliche verfolgungsfreie Zeit zugesichert wurde. Berichtet über die von ihm angewandte Methode, die Zustimmung dieses zügellosen Monarchen zu der Widerrufung des Ediktes von Nantes zu erhalten. Das heißt, die Freiheit, die den Protestanten, hauptsächlich Hugenotten in der Zeit der Louis des 14. in Frankreich, die Freiheit, diesen Protestanten wieder wegzunehmen, diese zu unterdrücken, diese zu zerschlagen, diese zu ermorden. Das sehen wir auch jetzt noch, wo ich hier jetzt weiterlese. Dieses Schreiben zeigt uns, wie die Angst vor der Waage St. Michaels bewirkte, dass das gewünschte Ergebnis herbeigeführt wurde. Zitat: Schon manches Mal, sagt der gewandte Jesuit, also Père Lachaise, und bezieht sich dabei auf eine scheußliche Sünde, deren sich der König schuldig gemacht hatte, schon manches Mal, als ich ihn zur Beichte hatte, warf ich ihm die Hölle an den Kopf und ließ ihn seufzen, sich fürchten und zittern, bevor ich ihm die Absolution erteilte. Dabei sah ich, dass er mir immer noch zugeneigt und willig war, unter meiner Herrschaft zu sein. Daher legte ich ihm die Gemeinheit der Tat vor, indem ich ihm die ganze Geschichte erzählte und sagte, wie böse sie war und dass sie nicht vergeben werden konnte, wenn er nicht irgendeine gute Tat vollbrachte, um sie auszugleichen und das Verbrechen zu büßen. Auszugleichen, also ein anderes Gewicht in die gegenüberliegende Schale der Waage werfen. Daraufhin sagte er mir schließlich, Daraufhin fragte er mich schließlich, was er denn tun müsste. Ich sagte ihm, dass er alle Ketzer aus seinem Königreich ausrotten müsste. So, und jetzt lese ich mal eben vor, was der König dann getan hat. Des Weiteren wurde er in dem tiefen Glauben erzogen. Das ist der Einfluss des jesuitischen Beichtvaters, ja? Also König, der französische König Louis der 14., ja, wurde des Weiteren in dem tiefen Glauben erzogen, und dieser Glaube ist der Einfluss des jesuitischen Beichtvaters Père Lachaise, dass die Seele eines Protestanten den Qualen der Hölle ausgeliefert sei, weshalb er es als seine Pflicht ansah, die Seelen seiner hugenottischen Untertanen zu retten. Was lehrt der Père Lachaise hier? Die Seelen der Protestanten sind den Qualen der Hölle ausgeliefert und deswegen muss er sie retten? Er setzte deshalb die protestantische Bevölkerung unter Druck, vor allem durch das Edikt von Fontainebleau in 1685. Dadurch wurde das 1598 von Heinrich IV. Ausgerufene tolerante Edikt von Nantes widerrufen, das ich ja gerade schon erwähnt hatte. Hugenottische Kirchen wurden daraufhin zerstört. Protestantische Schulen wurden geschlossen. Durch Ludwigs Maßnahmen flohen von 1685 bis 1730 etwa 200.000 von 730.000 Hugenotten ins Ausland, vor allem in die Niederlande, nach Preußen, nach England und nach Nordamerika, wo sie als zumeist gut ausgebildete Fachkräfte zur Steigerung der Produktivität beitrugen. Diese französischen Flüchtlinge beeinflussten etwa die protestantische Arbeitsethik der Niederlande, wodurch später der bereits erhebliche Reichtum in dieser Region noch gesteigert wurde.
Die neuere Forschung hat allerdings gezeigt, dass die Zahl der Geflohenen bei weitem zu gering war, um einen spürbaren Schaden an der französischen Wirtschaft herbeizuführen. Jedoch erschütterte das Edikt von Fontainebleau Frankreichs Ansehen bei den protestantischen Staaten Europas und ein harter Kern von 20.000 Hugenotten entfachte Aufstände in Zentralfrankreich. Die große Mehrheit gab dem Druck jedoch nach und konvertierte, auch aufgrund der Steuerbegünstigungen und den Sonderrechten für Konvertierte sowie der lebenslangen Befreiung vom Dienst in der Miliz. Aufgrund der einsetzenden Flüchtlingswellen 1669 verhängte Ludwig ein Emigrationsverbot. Nach den Bekehrungs- und Missionierungsaktionen gipfelten die Verfolgungen 1681 in den Dragonaden und der Zerstörung hunderter protestantischer Dörfer. Letztlich war für Ludwig XIV., seine Minister und Kardinäle nur ein katholisches Frankreich, ein einheitliches und stabiles Frankreich. Ein Frankreich ohne Hugenotten. Ein Frankreich ohne Protestanten. Ein Frankreich ohne die Lehre Gottes der Bibel. Ist ein einheitliches und stabiles Frankreich. Für Ludwig XIV., seine Minister und Kardinäle. Kleiner, aber ich finde sehr interessanter Ausflug. Dies, fährt Alexander Hislop fort, war die gute Tat, die in die Waagschale des Erzengels Michael geworfen werden musste, um seine Verbrechen auszugleichen. Der König, so böse er war, war er doch gegen seinen Willen betrübt, stimmte zu. Die gute Tat wurde hineingeworfen, die Ketzer wurden ausgemerzt und der König losgesprochen. Doch war die Absolution damit nicht getan. Nein, denn als er den Weg der Lebendigen ging, musste noch viel hineingeworfen werden, bevor die Waage ordentlich ausgeglichen werden konnte. So machen Heidentum und Papsttum in gleicher Weise Ware aus Menschenseelen. Und das können wir in der Bibel nachlesen. Offenbarung, Kapitel 18, Vers 11 und folgende Zitat. Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Die Ware von Gold und Silber und Edelsteinen und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei Thujaholz und allerlei Elfenbeingeräte und allerlei Geräte vom köstlichsten Holz und von Erz und Eisen und Marmor und Zimmet und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und Semmelmehl und Weizen und Lasttiere und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen der Menschen und die Früchte, woran deine Seele Lust hatte, sind dir entschwunden, und aller Glanz und Flitter ist dir verloren gegangen, und man wird ihn nicht mehr finden. Zitat Ende. Und so passt sowohl die Waage Anubis als auch die Waage St. Michaels exakt zu der göttlichen Beschreibung von Ephraim in seiner Gottlosigkeit. Ein Händler ist Ephraim, in seiner Hand ist eine Waage des Betruges. Wir lesen das in Hosea, Kapitel 12, Vers 8, wie folgt. Zitat. Der Kanaiter hat eine falsche Waage in der Hand. Er übervorteilt gern. Ende Zitat. Der Anubis der Ägypter war genau derselbe wie der Merkur der Griechen. Der Gott der Diebe. Der St. Michael in Roms Händen hat exakt den gleichen Charakter. Durch ihn und seine Waage und ihre Lehre von den menschlichen Verdiensten haben sie das, was sie als Haus Gottes bezeichnen, zu nichts anderem als einer Räuberhöhle gemacht. Menschen ihres Geldes zu berauben, ist schlimm. Unendlich viel schlimmer aber ist es, sie auch um ihre Seelen zu betrügen. Wir müssen nicht denjenigen fürchten, der uns das irdische Leben nehmen kann. Wir müssen denjenigen fürchten, der uns die Seele nehmen kann. Satan kann uns um unsere Seele betrügen. Gott kann uns das ewige Leben nehmen, wenn wir nicht zu ihm finden,
ihn müssen wir fürchten. Keinen Antichristen, keinen Teufel, keinen Menschen, kein System. Gott müssen wir fürchten. Und wenn wir Gott fürchten und in Gottes Gesetzen wandeln, dann wird er uns auch das ewige Leben schenken. So steht es geschrieben. Und das ist der Lauf der wirklichen Welt. Zur Sicherstellung ihrer Rechtfertigung wurde von den alten Heiden gefordert, in die Waagschalen des Anubis nicht nur die eigentlichen guten Taten zu legen, sondern auch Taten der Enthaltsamkeit und Selbstkasteiung, die sie sich selbst zufügten, um den Zorn der Götter abzuwenden. Hierzu muss man eben mal vergleichen, was über Buße im Zusammenhang mit dem Beichtstuhl gesagt wurde in Kapitel 1, Seite 22 und 23. Da könnt ihr ja gern nochmal hin zurückgehen. Das ist am Anfang dieser Spielliste. Die Waage St. Michaels forderte unbeugsam, in der gleichen Weise ausgeglichen zu werden. Die Priester Roms lehren, wenn Sünde vergeben wird, werde jedoch die Strafe nicht vollständig weggenommen. Wie vollständig auch die Vergebung sein mag, die Gott durch die Priester gewährt, nicht der Gott der Bibel, okay? Lasst uns da eben deutlich sein, wie vollständig auch die Vergebung sein mag, die Gott durch die Priester gewährt, da geht es nicht um den Gott der Bibel, da geht es um den Gott dieser Welt, da geht es um Satan, da geht es um falsche babylonische Lehre. Und wie vollständig die Vergebung auch sein mag, bleibt doch die Strafe, ob groß oder klein, zurück, die die Menschen ertragen müssen, und zwar um der Gerechtigkeit Gottes Genüge zu leisten. Immer wieder wird gezeigt, dass der Mensch nichts tun kann, um der Gerechtigkeit Gottes Genüge zu leisten. Dass er hoffnungslos in der Schuld dieser Gerechtigkeit steht, dass er absolut nichts dazu zahlen kann. Ja, darüber hinaus, dass er nicht einmal zu versuchen braucht, auch nur einen Pfennig zu zahlen. Deshalb hat Christus zugunsten aller, die glauben, die Übertretung beendet. Der Sünde ein Ende gesetzt und dem gebrochenen Gesetz alle Genüge geleistet, die dieses Gesetz auch nur fordern konnte. Und doch besteht Rom immer noch darauf, dass jeder Mensch für seine eigenen Sünden bestraft werden muss und Gott ohne Stöhnen und Seufzen, ohne Zerfleischung, körperliche Qualen, zahllose Bußübungen von seitens der Übertreter nicht Genüge geleistet werden kann. Wie sehr auch sein Herz gebrochen und er zerknirscht sein mag. Jetzt gehe ich hier mal eben in eine kleine Fußnote rein über den Bischof Hay. Die Worte von Bischof Hay hierzu lauten wie folgt, Zitat: Aber er fordert absolut, dass wir uns selbst für unsere entsetzliche Undankbarkeit durch Bußwerke strafen und der göttlichen Gerechtigkeit für den Missbrauch seiner Gnade Genüge leisten. Ende Zitat. Die festgesetzten Arten der Bestrafung sind bekanntermaßen die oben beschriebenen. Also Zerfleischung, körperliche Qualen, zahllose Bußübungen und so weiter, wie ich vorgelesen hatte. Betrachtet man nun einfach die Heilige Schrift. Interessanter Satz. Man sollte nichts anderes als die Heilige Schrift betrachten. Die sagt uns, wie es wirklich geht, ohne Einfluss von Menschen darin. Betrachtet man einfach die Heilige Schrift, so mag diese perverse Forderung der Selbstqual derer, für die Christus eine vollständige und eine vollkommene Sühne geleistet hat, außerordentlich seltsam erscheinen. Betrachtet man jedoch den wahren Charakter des Gottes, den das Papsttum seine getäuschten Anhänger anbeten lässt, so ist daran nicht im geringsten etwas Seltsames. Der große Widerspruch zwischen dem Gott der Bibel und dem Gott der Menschen. Dieser Gott, der das Papsttum regiert, ist Moloch, der Gott der Unmenschlichkeit und des Blutes. Moloch bedeutet König und Nimrod war der Erste nach der Sintflut, der das System der Patriarchen verletzte und sich als König über seine Gefährten erhob. Zunächst wurde er als der Offenbarer von
Güte und Wahrheit verehrt. Aber nach und nach entsprach seine Anbetung immer mehr seinem finsteren Gesichtsausdruck und seiner dunklen Hautfarbe. Der Name Moloch deutete ursprünglich nichts im Sinne von Grausamkeit und Schrecken an. Aber jetzt wurde er durch die mit dem Namen assoziierten bekannten Riten für immer zu einem Synonym für alles, was das Herz der Menschheit höchst abstoßend ist und gerecht und rechtfertigt ganz die Beschreibung Miltons, die wir lesen im folgenden Zitat aus Paradise Lost. Zitat: Zuerst Moloch, abscheulicher König, beschmiert mit Blut, von Menschenopfern und mit elterlichen Tränen. Jedoch, weil der Lärm der Trommeln und Tamburine so laut, blieben die Schreie ihrer Kinder ungehört, die für diesen grimmigen Götzen durchs Feuer gingen. Ende Zitat. Ihr erinnert euch noch an die verschiedenen Bilder, die ich bereits in anderen Kapiteln hier gezeigt hatte, wo es darum ging, dass man die Kinder dem Moloch opferte und dass man auch durchs Feuer ging, wozu Gott ganz deutlich in der Bibel sagt, dass ihm das eine Abscheulichkeit ist und dass man das nicht tun soll. Und der Lärm der Trommeln und Tamburinen war so laut, dass man die Schreie der geopferten Kinder nicht hören konnte. In nahezu jedem Land herrschte der blutige Gottesdienst vor. Schreckliche Grausamkeit, Hand in Hand mit schauderhaftem Aberglauben, füllte nicht nur die dunklen Orte der Erde, sondern auch Gegenden, die sich in ihrer Erleuchtung rühmten. Griechenland, Rom, Ägypten, Phönizien, Assyrien und unser eigenes Land England unter den wilden Druiden betreten zur einen oder anderen Zeit in ihrer Geschichte denselben Gott in der gleichen Weise an. Beteten. Entschuldigung, was habe ich da gelesen? Beteten zur einen oder anderen Zeit in ihrer Geschichte denselben Gott in gleicher Weise an. Menschenopfer waren ihm die angenehmsten Opfer. Menschliches Stöhnen und Klagen waren die lieblichste Musik in seinen Ohren. Menschliche Qualen, so glaubte man, erfreuten sein Herz. Seine Statue trug als Symbol für seine Majestät eine Geißel. Dazu muss man sich den Holzschnitt von Osiris angucken. Das findet man auf Seite 49 oder auch in der Abbildung 18, die hier ins Video eingeblendet wird. Ja? Seine Statue trug als Symbol für seine Majestät eine Geißel, wenn ich mich recht erinnere, war es in der rechten Hand. Und zu einigen seiner Feste opferte man von seinen Anbetern gnadenlos, sich selbst zu geißeln. Nach den Opferzeremonien sagt Herodot im Zusammenhang mit dem Fest von Isis in Busiris, Zitat, geißelte sich die ganze Versammlung, und das waren viele Tausende. Aber ich habe nicht die Freiheit zu enthüllen, zu wessen Ehre sie dies tun. Ende Zitat. Diese Zurückhaltung legt Herodot allgemein an den Tag, aus Achtung vor seinem Eid als Eingeweihter. Spätere Nachforschungen jedoch beheben jeden Zweifel über den Gott, zu dessen Ehre das Geißeln stattfand. Im heidnischen Rom praktizierten die Anbeter der Isis den gleichen Brauch zu Ehren des Osiris. In Griechenland wurde Apollo, der delische Gott, der mit Osiris identisch war, von den Seglern, die seinen Schrein besuchten, durch ähnliche Bußübungen günstig gestimmt, wie wir durch folgende Zeilen von Kallimachus in seiner Hymne an Delos erfahren. Und da gehe ich gleich drauf an. Nur eben nochmal zu der Feststellung hier, dass Alexander Hislop sagt, in Griechenland wurde Apollo, der mit Osiris identisch war, deutlich zu machen, dass Osiris Apollo ist oder Apollo Osiris, wie auch immer. Dazu gehe ich in eine kurze Fußnote rein und teile euch Folgendes mit. Wir stellten bereits auf Seite 69 fest, im Augenblick sind wir auf Seite 138. Wir stellten bereits auf Seite 69 fest, dass der ägyptische Horus nur eine neue Inkarnation des Osiris bzw. Nimrod war. Herodot nennt Horus Apollo. Auch Diodorus Siculus sagt, Horus, der Sohn der Isis, wird als Apollo gedeutet.
Wilkinson scheint bei einer Gelegenheit diese Identität des Horus mit Apollo in Frage zu stellen. Doch an anderer Stelle gibt er zu, die Geschichte von Apollos Kampf mit der Schlange Pytho stammt offensichtlich aus der ägyptischen Mythologie, wo auf die Darstellung des die Schlange mit einem Speer durchbohrenden Horus angespielt wird. Aus verschiedenen Beobachtungen kann gezeigt werden, dass diese Schlussfolgerung korrekt ist. Erstens. Horus bzw. Osiris war der Sonnengott, so auch Apollo. Zweitens. Osiris, den Horus repräsentierte, war der große Offenbarer. Der pythische Apollo war der Gott der Orakel. Osiris wurde als Horus geboren, als seine Mutter von der Bosheit ihrer Feinde verfolgt worden sein soll. Latona, die Mutter Apollos, war aus ähnlichem Grunde ein Flüchtling, als Apollo geboren wurde. Viertens. In einer Version der Sage heißt es, Horus sei wie Osiris zerstückelt worden. In der klassischen Geschichte Griechenlands wurde dieser Teil der Sage von Apollo im Allgemeinen im Hintergrund gehalten und er wurde im Kampf mit der Schlange als Sieger dargestellt. Aber selbst dann wurde manchmal zugegeben, dass er eines gewaltsamen Todes starb, denn Porphyros sagt, er sei durch die Schlange getötet worden und Pythagoras versicherte, sein Grab in Tripos in Delphi gesehen zu haben. Und jeder, der ein bisschen Mathematik versteht, der horcht jetzt auf bei dem Namen Pythagoras. Ja, es geht um den Griechen, der den Satz des Pythagoras geschrieben hat. A Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat oder was in der Richtung, wenn ich mich richtig erinnere. Das war ein Eingeweihter in diese geheimen Orden, in dieses geheime Priestertum. Sollte man sich auch mal mit beschäftigen. Und sowas wird jedem Kind in der Schule gelehrt. Aber fünftens, fährt die Fußnote fort, Horus war der Kriegsgott. Apollo wurde in der gleichen Weise dargestellt, wie der bei Layard gezeigte große Gott mit Pfeil und Bogen, der offensichtlich der babylonische Kriegsgott war. Wobei Apollos bekannter Titel Arsitendens oder Träger des Bogens offensichtlich aus dieser Quelle stammt. Fass berichtet, dass Apollo als der Erfinder der Kunst des Bogenschießens betrachtet wurde, wodurch er mit dem Sternbild Schütze gleichgesetzt wird, dessen Herkunft wir bereits früher erklärten. Und sechstens, zum Abschluss, schließlich erfahren wir von Ovid, dass Apollo seine Pfeile nur für Damm- und Rothirsche und Ähnliches verwendet hatte, bevor er es mit Python zu tun hatte. All dies beweist ausreichend seine tatsächliche Identität als der mächtige Jäger von Babel, eben Nimrod, auf den alles zurückgeht. Also, wir lesen jetzt eben nochmal von der Hymne an Delos, Zitat. Sobald sie deinen Ankergrund erreichen, lassen sie auf einmal lose Segel und alles Seegerät fallen. Das Schiff wird verteut. Doch die Mannschaft erdreistet sich nicht, dein heiliges Gebiet zu verlassen, bevor sie nicht eine furchtbare Buße über sich ergehen lässt. Mit der wundreibenden Geißel werden sie dreimal um deinen Altar gepeitscht. Ende Zitat. Neben dem Geißeln wurde von seinen Anbetern als Versöhnungsritus auch gefordert, ihr Fleisch zu ritzen und einzuschneiden. Zitat. Bei der ernsten Feier der Mysterien, so Julius Firmicus, mussten alle Dinge in der rechten Weise getan werden, welche die Jugend bei seinem Tod entweder tat oder erlitt. Ende Zitat. Osiris wurde in Stücke geschnitten. Um daher sein Schicksal nachzuahmen, soweit es lebendige Menschen tun konnten, wurde gefordert, dass sie ihren eigenen Körper einschnitten und verletzten. Als daher die Baalspriester mit Elia kämpften, um die Gunst ihres Gottes zu gewinnen und ihn zu veranlassen, das gewünschte Wunder für sie zu wirken, Zitat, riefen sie mit lauter Stimme und ritzten sich, wie es bei ihnen Brauch war, mit Messern und mit Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Ende Zitat. Wir lesen eben das echte Zitat aus der Bibel. Schlachter 1951, das finden wir im ersten Buch der Könige, Kapitel 18, Vers 28, Zitat, und sie riefen laut und machten Einschnitte nach ihrer Weise mit Schwertern und Spießen, bis das Blut über sie floss. Ende Zitat.
In Ägypten scheinen die Einheimischen im Allgemeinen doch recht sparsam im Gebrauch des Messers, wenn auch großzügig in dem der Geißel gewesen zu sein. Doch selbst dort gab es Menschen, die an ihrem eigenen Leib die Zerstückelung des Osiris nachahmen. Herodot schreibt an bereits zitierter Stelle, Zitat, die Einwohner Kairos in Ägypten behandeln sich bei dieser Feierlichkeit mit noch mehr Strenge, denn sie schneiden sich mit Schwertern selbst ins Gesicht. Ende Zitat. Es gibt keinen Zweifel. Auf diese Praktik finden wir eine direkte Anspielung in dem Gebot des mosaischen Gesetzes. Das lesen wir im dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 28. Zitat. Jeder im Glauben Entschlafene soll mit Osiris identisch geworden sein und erhielt dessen Namen. Ja? Vers 28, Zitat. Ihr sollt keine Einschnitte an eurem Leibe machen für eine abgeschiedene Seele und sollt euch nicht tätowieren. Ich bin der Herr. Ende Zitat. Ihr sollt euch nicht tätowieren. Wer von euch hat alles ein Tattoo an seinem Körper? Das ist eine Entstellung des Tempels des Heiligen Geistes, unseres Körpers, uns von Gott geschenkt. Und hier an dieser Stelle, wo es gerade richtig blutig wird, mache ich Schluss und werde später den nächsten Teil von Alexander Hislops von Babylon nach Rom lesen. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Joggler 66 von Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und wünscht euch, dass Gott euch segne und behüte auf all euren Wegen. Gott segne euch. Tschüss.